Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Wir haben dieses Jahr bisher gute Filme gehabt, aber es gab auch leider Desaster. Und es gab Filme, die waren nicht nur ein Desaster, sondern die gehören zu dem Schlimmsten, was ich lange gesehen habe, wie Madame Web. Aber wir haben jetzt auch einen Horrorfilm, der auch in die Kerbe steckt. Muss das. Nämlich Night Swim. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. It needs a little work, but I don't think it's gonna last long at this price. There's a pool. Always wanted a pool. Is this everything? We'll grow into it. Y'all ready? Marco. Hello. Marco. Hello. Marco. I hear you. You need to say something back. Ronan, Marco. Marco! I can hear you. Why aren't you saying anything? Ronan, you're dead. Marco. In Night Swim geht es um ein Paar, Ray Waller, unter anderem gespielt von Wright Russell, den kennt man unter anderem als bösen Captain America aus der Falcon and Winter Soldier Serie. Und der zieht mit seiner Frau zusammen in ein neues Haus, sie heißt Eve. Und die haben auch zwei Kinder namens Elliot und Izzy und die haben auch einen Pool, einen richtig tollen Pool, einen großen. Und schnell müssen die feststellen, irgendwas ist mit diesem Pool, aber sehr falsch, ne? Ja, wer hatte sich nicht schon mal gedacht, boah, ein Horrorfilm über einen Killer-Swimmingpool, das ist auch etwas, das brauche ich in meinem Leben, ne? Und ja, das hatte man sich auch bei Blumhouse gedacht, Produzenten von unterschiedlichst großartigen Filmen wie Whiplash, Get Out und so weiter und so fort. Aber hier ist es so, der Film ist ungefähr so flach wie ein entleerter Swimmingpool. Also so, wo gar keine Flüssigkeit mehr drin ist. So komplett so, dass wenn du reinspringst, dir alle Knochen brichst. So ungefähr so tiefgehend ist dieser Film. Wir haben Schauspieler, die nah an der Arbeitsverweigerung stehen. Wright Russell, der Sohn von Russell, nee, gar nicht, ich habe seinen Namen vergessen, ist ja egal. Bei dem Film ist das Wurst. Ist der Sohn eines Superstars und Kurt Russell, so, jetzt habe ich es. Und der leidet unter Sklerose, Multiple Sklerose und sobald er in diesem Pool schwimmt, ist er auf einmal geheilt und wird dann irgendwann von der Macht des Wassers besessen und man denkt sich, was soll das? Also, ne, die haben die Leute, die diesen Film geschrieben haben, haben definitiv kein Wasser getrunken beim Schreibprozess. Wenn dann irgendwelche Leute im Wasser verschwinden, weil die irgendwo durch ein Abflussrohr gezogen werden, das sind Kinder, die sind nicht unbedingt so klein, die sind keine Schlümpfe, die kriegst du da nicht einfach so durch. Das ist nun mal schon mal so das. Also, da würde irgendwo, würde da Blut sein. Und wenn sich diese, wenn sich da irgendwie diese
dieser Pool weitert, so quasi, als ob es da ganz tief runter geht. Es wirkt alles so schlecht getrickst, als ob die nie wirklich irgendwo unter Wasser waren, sondern irgendwo in einem Studio und es sah alles so aus, als ob die pretenden müssen, als seien sie unter Wasser. Dann sind die Schau haben beide Protagonisten, also Kerry Condon und Wyatt Russell. Kerry Condon war übrigens letztes Jahr nominiert für einen Oscar für die beste Nebenrolle und dann spielt die in so einem Scheißdreck mit. Die haben beide keine Chemie, die Kinder wirken nicht so, als seien es überhaupt ihre Kinder, als hätte man, die wirken irgendwie dazu entführt irgendwie, so auf dem Weg einfach auf dem Kindergarten eingesammelt und es wirkt alles so wie so Puzzlestücke, die aber nicht zusammenpassen und jemand einfach ungeduldig war und gedacht hat, ich hau die jetzt einfach mal so zusammen und am Ende ergibt das halt irgendwas und da lasse ich mir jetzt mal Lob von holen. Und nein, gibt's nicht. Der Film ist furchtbar getrickst, er hat furchtbare Inszenierungen, also die Horrorelemente werden immer in Jumpscares aufgelöst, immer und diese Jumpscares kannst du 5 Meter gegen den Wind riechen. Und wenn ich dann wieder so einen Horrorfilm anbekomme, in dem nichts originell ist, in dem der Grusel nicht funktioniert, weil das soll ein Horrorfilm sein, ich will nach dem Film Angst haben, in den Swimmingpool zu gehen, hiernach möchte ich am liebsten erstmal 50 Bahnen schwimmen. Also, was soll das? Also, warum kommt denn so ein Film raus? Also, vor allem, wer kommt auf die Idee, boah, geil, Horrorfilm über den Swimmingpool, ich habe so panische Angst vor Pools. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Für mir schon eines der Lowlights des Jahres. Night Swim bekommt von mir 3 von 10 möglichen Punkten, Tendenz nach unten zur 2. Aber wir wollen ja mal die 5 gerade sein lassen, ne? Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.